Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, heute 24.3. Aufnahme 16.32 Uhr. Da hatte mir eben ein Zuschauer in die Kommentare geschrieben, dass er sich wünschen würde, wenn der Cat, weil es ja ein Airport Express ist, ne, City Airport Train, dass er auch irgendwie zum Flughafen kommt. Und ich hatte jetzt ja hier einen Flughafen gebaut. Und der Zug fährt ja bis nach Dresden. Ja, man könnte jetzt ja den ganz normal hier in Dresden halten lassen und setzt jetzt, sag ich mal, irgendwo hier hinten noch einen Flughafen hin, was dann seine letztendliche Endstation wird. Fährt er durch Dresden, also fährt er Minden, Leipzig, Dresden, Dresden Flughafen und wieder zurück. Das ist eine coole Idee. Wird natürlich allerdings jetzt noch ein paar Folgen dauern, bis ich das umsetze, aber die Idee ist gut, die gefällt mir, die werde ich umsetzen. Aber, apropos Flughafen, heute möchte ich mich hier um den Flughafen kümmern. Wie gesagt, größer wird er nicht. Und ich hatte hier jetzt nochmal ein Tutorial angeschaut, wegen dem Underground-Gedöns hier. So, normalerweise müsste sich jetzt irgendwo hier ein Fenster öffnen, wo man dann noch ein paar Einstellungssachen hat, dass man oben auch einen Deckel drauf kriegt. Wie ihr seht, passiert das bei mir nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Also müssen wir hier bei dem Bahnhof bleiben. Das bleibt jetzt dann so. Ich habe jetzt aber eine große Veränderung vor. Und ich weiß noch nicht genau, ob das so funktioniert. Es betrifft indirekt diesen Zug hier, wo eben zu sagen haben wir den Flughafen. Weil ich... Das ist ja der Minderflughafen, ne? Das nennen wir jetzt mal... Erstmal so ein Ding umbenennen. Minden... International Airport. Klar, wir haben Fennebeck, einen kleinen Sportflughafen. Gut, Minden International Airport. Gut, das ist schon mal, dass wir das schon mal haben, ist schon mal. Na, komm. So, und du heißt dann natürlich Minden Flughafen. So. Wenn ich natürlich jetzt Minden Flughafen oder beziehungsweise Minden International Airport habe, da muss ich ja auch von Minden zum Minden International Airport hinkommen. Ja, natürlich schwierig, ne? Aktuell sieht es ja so aus, als wenn man jetzt, sag ich mal, hier von Bückeburg über den Flughafen nach Marburg fährt. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Keine Möglichkeit, nach Minden zu kommen. Gut, man kann hier mit Bussen arbeiten und kannst ja auch noch einen Hafen hinbauen und nee, auch alles doof. Aber ich komme ja von hier auch nicht wirklich hier drauf. Erstens sieht das scheiße aus. Und zweitens... Nee, es sieht scheiße aus. Das wird mir nicht gefallen. Ich habe zwar ja hier innen drinne noch zwei Gleise frei. Zwei oder eins? Zwei Gleise sogar noch frei. Ich kann hier auch teilweise welche in Doppel belegen. Das werden wir jetzt gleich auch machen. Aber nicht hier auf dieser Seite. Sondern auf dieser Seite. Es gibt nämlich jetzt seit kurzem die Mod, auch wenn der, ich muss gleich sagen, es gibt dazu keine Mod-Vorstellung, weil ich finde, dass diese Mod noch nicht fertig ist. Wenn ihr mal reinguckt, die ist ziemlich leer. Diese sieht einfach optisch schön aus, die ist blau. Das ist jetzt ein Stadler Flirt 3. Und die gibt es auch noch dreiteilig. So vom Weiten sieht der gut aus. Auch wenn er da rangeht, sieht der ja gut aus. Aber er ist halt noch ein bisschen... Bisschen einfach. Wahrscheinlich möchte ich den Zug fahren lassen. So. Hier fährt gerade unser Dostos weg. Und der Dostos oder halt der Herford-Zug muss sich sein Gleis teilen. Weil ich die einzige Möglichkeit, die ich jetzt aktuell sehe, ist, da wir hier nicht noch einen Bahnsteig reinbekommen, was nicht sehr schade ist, könnte man echt noch schön so ein Bahnsteig einmal jetzt noch vier Gleise, zwei Gleise mehr. Das wäre natürlich echt optimal. Aber gut, gibt's nicht. Dass wir den doppelt belegen müssen. Weil ich glaube, der Herford-Zug fährt auch nur einer. Richtig. Der hat nur einer. Also kann man hier ruhig mit zwei, drei Zügen arbeiten. Man müsste halt dann nur ein Signal setzen, was direkt hier vorne ist. Dass, wenn jetzt hier einer drin steht, der nächste Zug schon bis hierhin vorfahren kann. Damit er nicht hier hinten das ganze
Kreuzungsgedöns hier belastet und wir dann Probleme bekommen, dass die Züge sich wieder zusammenfahren. Ich habe das Gefühl, das wird sowieso passieren. Ist eigentlich egal, was wir hier machen. Das Problem werden wir auf jeden Fall bekommen. Ja. Hört sich schon gut an, ne? Tschüss. So. Ja, und dann würde ich sagen, fahren wir nämlich auch hier lang. Der macht aber echt Lärm. Geht's dann auch hier mit lang? Hier ist alles fertig ausgerichtet. Kann ich jetzt nicht hin. Ach, ich sehe gerade, ich habe hier keine Abfahrt. Mein Plan geht überhaupt nicht auf. Ich komme von hier ja gar nicht darüber. Weil das würde ja vielleicht noch funktionieren. Von hier rüber. Darauf. Dann wollte ich hier lang fahren. Und dann da auf den Flughafen. Also quasi so einen riesen Weg fahren. Und hier vielleicht noch eine Stadt hinsetzen. Ein Dörfchen oder sowas. Das funktioniert überhaupt nicht. Das Einzige, was man dann machen könnte, ist... Ne, es geht ja auch nicht. Mein Plan geht nicht auf. Ich bekomme keine Verbindung zu meinem... Flughafen. Und hier noch einen Bahnhof irgendwo reinzusetzen? Nein. Definitiv nein. Und den Untergrundbahnhof hätte ich mir ja vielleicht noch gefallen lassen. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht wisst ihr, wie das geht. Scheiße. Ich komme da nicht hin. Bin hier echt eingeschränkt. Und ich will das halt auch nicht so zuballern mit... ihr wisst schon, was ich meine. Mit Gleisen. Ich könnte natürlich jetzt in Herford noch ein Gleis dran machen. Dann wird das hier ein riesen Umsteigsbahnhof. Und von Herford wieder zurückfahren. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Wenn du hier wohnst, willst du im Flughafen? Ja, alles klar, fahren wir erstmal nach Herford. Hier ganz oben hin. Fahren dann hier wieder rum. Bis wir hier sind. Bist ja 3 Tage unterwegs. Oder wir müssen es halt erst einfach mit Bussen machen. Und die Linie jetzt einfach nach Bückeburg bzw. nach Worms in Marburg ziehen. Ich glaube, was anderes. Ich sehe es nicht. Ich sehe es einfach nicht. Und hier mit Schiffen arbeiten ist auch, macht auch keinen Sinn. Ich überlege, dass ich jetzt hier in den Berg eingehe. Das könnte man vielleicht noch machen. Hier oben durchgeht. Alles komplett im Tunnel. Hier runter. Und dann hintenrum rauf. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dann hatte ich aber auch die Idee, der hier, der BSF-Shuttle, dass der weiterfährt bis zum Flughafen. Das wäre jetzt wirklich noch eine Option, die man da noch haben hätte können. Ein BSF-Shuttle, das zu machen, das könnte man wirklich überlegen, ob man das macht. Muss ich hier zwar noch mal einiges umbauen, oder halt über die Gleise vom BASF gehen. Aber dann muss ich irgendwo hier hoch. Weil ich fahre ja nicht über die Felder. Und wenn wir hier unten reingehen. Die Gleise sind hier hinten. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin hier alles gebaut. Eieieiei. Die äußeren... Könnte man ja auch nehmen. So. Dann muss ich nur hier auf den Tunnel kommen. Heißt, ich müsste, also man könnte, hier rein, sich in den Berg versuchen, nach unten zu drehen, auf dieses Gleis zu kommen, dass er hier mit rauskommt. Also dann kann er auch hier unten lang fahren, das ist dann egal. Dass er dann hier durchgeht oder hier oben lang geht. Dann hier wieder in den Tunnel rein. Quasi den gleichen Weg nimmt wie der andere. Und hier unten in den Bahnhof rein. Jo. Ja, das kann man machen. Das könnten wir versuchen.
Das könnten wir wirklich versuchen. Ich weiß nur nicht, wie ich mich hier hochwendeln soll. Wahrscheinlich eher hier hinten hin, einmal rum, wieder zurück unten rauf. Das wird aber nichts mit großen Geschwindigkeiten. Cool, Dale, wir sind hier hoch, wir können auch von der anderen Seite kommen, ne? Ich muss das mal gerade ausprobieren. Wenn wir jetzt hier unten Gleise reinsetzen. Mit hohen Geschwindigkeiten brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht erst anfangen. Wir machen es trotzdem mal mit 120. So, nein, das muss gerade bleiben. Die Abfahrt. Wenn wir das mit 80 machen. Was machen wir denn jetzt? Hallo? Hat's doch die Damm genommen? Nö. Warum baut er denn hier keinen Tunnel? Den Tunnel anklicken. So. Ich wollte den Autosave abfahren. Seht ihr, das sind halt solche Sachen, wo ich mich manchmal halt lange mit beschäftige. Und eigentlich hätte ich auch noch mit unserem Betonwerk da genug zu tun. Aber ich wollte jetzt nicht drei Folgen hintereinander mich quasi nur darum kümmern. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir jetzt mal was anderes. Oh hier, irgendwas ist hier aber nicht so ganz. Brückenpfeiler-Kollision. Ja, nee, ist klar. Reißt den Scheiß wieder ab. Boah, Alter. Jetzt spackt das Spiel hier wieder rum. Warum hat er die denn da unten hingepackt? Da ist doch nix. Oh, 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 der Sound hat gerade ausgesetzt. Jo. Ich bin schon gleich auf dem Desktop. Oh oh. Jo, und da bin ich auf dem Desktop ohne Fehlermeldung. Ja. GG würde ich sagen, ne? Naja. So ist das manchmal. Fragt man sich halt dann aber auch, warum das jetzt so ist, wie es ist. Ich habe jetzt ja irgendwie nichts Falsches gemacht. Ich habe jetzt ja nur was abgerissen. Und warum der dann auf einmal gleich das ganze Spiel beendet, ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt das Savegame laden. Und dann müssen wir mal gucken, was dann da jetzt abgeht. Und dann machen wir mal einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder. So, meine Freunde, da sind wir wieder nach 5 Minuten Ladebildschirm. Dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Oder ob wir gleich wieder auf dem Desktop sind. Wir machen das Spiel jetzt mal auf Pause. Wenn ich jetzt schon sehe... Nee, ich habe nichts gesagt. Nee, alles gut. Haben wir Glück gehabt. So, nochmal. Bau nicht möglich. Jetzt auf einmal ist es der Bau nicht mehr möglich. Eben ging es noch. So, nochmal. Eben. Tunnel. Aber 80. 80. Bauen. Why? Ich nichts verstehen. Versuchen wir es mal von hier. Tunnel. Ich möchte bauen. Ja, nun ist auf jeden Fall da angesnappt, ne? Wo baut er den jetzt hin? Da hinten. Oh Gott, oh Gott. So. Versuch 20b. Du bist in einem Tunnel, mein Freund. Ne? Und da baust du jetzt bitte... Was macht er nicht? Der schließt das da auch nicht an. Doch, der schließt das da an, aber warum so? Also das habe ich ja auch noch nicht erlebt. Und das Spiel entdeckt auch immer irgendwelche neuen Bugs für sich, wa? Das ist jetzt auch kein... Das ist ein Standardgleis, das ist kein Modgleis.
hier unten bleiben. Jetzt hat er es gemacht. Aber nur 60. Das macht er wieder nicht. Und jetzt schmiert der Spieler, passt auf. Jetzt, dass ich alles wieder abreißen muss. Er baut da eine Brücke. Warum baut er denn da eine Brücke? Pass auf, eine andere Idee. Wenn der so nicht will, vielleicht will er ja so. Ach ne, ich muss erst noch eben bleiben, sonst komme ich da nicht vernünftig drauf. Warum? Du Scheiß. Was ist denn hier? Warte mal, off. Der komische Mod. Den muss ich auch wieder rausschmeißen. Vielleicht hat die irgendwas damit zu tun. Off. Off. Pass mal auf. Und das, vielleicht war das der Fehler. Das scheint zu gehen. Das scheint zu funktionieren. So. 75 ist okay. Dann nur 70? Okay. Ah! Ah, war es die tolle Mod hier, die hier so rumgezickt hat. Keine Ahnung, was das nämlich für eine ist. manchmal tauchen hier immer neue Mods auf, damit weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Das ist immer das Problem, wenn man aus dem Workshop irgendwas runterlädt. Und die aktualisieren dann einfach ihre Mods. Nachher hast du einfach so viele lustige, tolle Sachen da. Lol, ich komm da hin. Geil, Omar, 3000. Das hätte ich ja nicht gedacht. Das geht ja doch einfacher als gedacht. Wo ist der Kram? Zack. Ja, mega nice. Muss ich noch andersrum machen wegen den... Wegen der Oberleitung. Und gehen wir hier Beton, Holzschwelle nochmal drauf. Ja, das ist ja mega cool. Muss ich nur noch irgendwie sehen, dass ich mit einem Versatz hier rein auch in den Berg komme. Wäre jetzt noch ganz geil. Aber im Prinzip musste ich mit dem da reinkommen. Noch einen zweiten Tunneleingang. Einen zweiten Tunneleingang. Macht er nicht. Saudi. Müssen wir das so machen. Dass ich den hier dann vielleicht doch ein bisschen weiter schon eher rumziehen. Hang. Oh, das passt. Ne, ist es in Ordnung. Das passt, ist in Ordnung. Alles gut. So, und dann könnte ich jetzt rein theoretisch eventuell, was ich aber nicht mache, hier wird nochmal abgehen. Cool. Das hat hier funktioniert. Sehr schön. Aber so sieht man nämlich den ganzen, sieht man das nicht. Richtig cool. Geil, das freut mich wahnsinnig. So, dann können wir jetzt hiermit durch. Jetzt egal, wo wir langfahren. Ich glaube, wir fahren dann eher hier oben lang. Hier oben lang. Aber hier fährt noch kein Zug. Hier rein. Und da haben wir die Möglichkeit rüber zu kommen oder haben wir die hier nicht? Hier geht's rüber und hier geht's rüber. Die Möglichkeit haben wir. Und dann fahren wir damit. Ja! Das freut mich. Frage ist nur jetzt. Ein oder zwei, oder fahren wir noch weiter bis nach Marburg? Macht da keinen Sinn, wenn wir bis nach Marburg fahren. Da fährt ja schon der Flix-Train und hat keinen Halt dazwischen.
Dann macht das wenig Sinn, dass wir dann da auch noch hinfahren. Jetzt machen wir den ganzen Kram wieder aus. Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt erstmal die heutige Folge. Dann werde ich im Offscreen mir das jetzt mal kurz überlegen, hier, wie ich das hier jetzt baue. Und dann haben wir unseren Flughafen Express. Richtig gut, Leute. Richtig gut. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abonniert mich, wäre echt cool. Über 70% immer noch an Zuschauern, die nicht abonniert haben. Wäre cool, wenn ihr dann dazugehören würdet zu den knapp 29%, die mich abonniert haben. Und da würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.